Ja, geil, während ich schon daheim beim Fernseher sitzt und Fußball schaue, bin ich als Vielberufler unterwegs und habe mich jetzt dazu durchgerungen, dass ich der Landesregierung ein bisschen unter die Arme greife, weil die ja momentan auch wirklich ein riesengroßes Problem mit der Hundeschei, halt mit dem Hundekot oben und mit dem Hunde-DNA und sie wissen nicht genau, wo sie mit den ganzen Zügen hin sollen und ob es jetzt da ein Gesetz braucht oder ob es kein Gesetz braucht und wo sie den Reck am besten hintaten. Und nachher nicht mehr denkt, als guter Bürgerin, als guter Bürger, muss ich mich einfach dazu bereit erklären, dass ich so ein neues Berufsbild schaffe. Und das war sozusagen der Hundekot-Investigator. Und das ist jetzt aber nicht leider so ein mieser Job, wie manche sagen halt, sondern ich bin ein Luxus-Hundekot-Investigator. Und das ist eben das neue Berufsbild. Und da hilft der Landesregierung aus der Scheiße. Also ich meine es aus der Patsche. Weil sie haben ja mit dem Gesetz so ein Problem. Und da frage ich mich aber ehrlich, wieso haben sie so ein Problem? Die Hunde seien sozusagen die Kinder der Neuzeit. Und die wenigen Kinder, die noch auf die Welt kommen, die seien, wenn sie schon nur am Ende von der Nabelschnur seien, nachher haben sie schon ein Steuerkart. Also so ein Steuer, wisst schon, so eine Steueridentitätskart. Ja. Und wenn die Hunde, die bei uns im Bett drin, mittel drin aufwachsen, schon zur Familie kehren, wieso sollten denn die keine Hundesteuerkart kriegen? Oder eine DNA-Steuerkart? Das verstehe ich nicht. Aber das ist mir gleich. Auf jeden Fall haben die im Land ein super Angebot gemacht und die haben gesagt, ich bin der Luxus, Hundekot-Investigator, DNA-Investigator. Und ich nehme das mit dem goldenen Pinzettel, nehme den Dreck auf und tue den auf Zeit und liefere den roh und der wird noch schön katalogisiert und schön praktisch verbucht oder halt, ich weiß nicht genau, was sie mit denen erteilen, hätte ich mir gleich. Jetzt mir jetzt den das vorstellen, für jeden aufklaubten Hunde, Schiss, kann man es sagen. Nein, ich muss jetzt nur genau überlegen, weil so ein klares Berufsbild gibt es noch nicht da. Deswegen muss er darum feilschen. Aber auf jeden Fall. Und dann ist der Landeshauptmann und da hat die Opposition und die dafür und dagegen, wie sie sein, die haben eine riesen Freiheit gehabt, dass sich da einer der Hundescheiße unnimmt. Also starten die nur 7 Jahre wegen den DNA-Gesetz umeinander diskutieren. Und so lange kann selbst der Hund nicht die Kacke halten. Halt. Irgendwie, ihr wisst schon, was ich meine. Und das geht ja nicht, das ist ja nicht menschlich. Ich meine, der Hund muss ja, sagen wir, der muss ja auch, wie, halt, wie die Leute da. Und deswegen, und wenn der Hund zur Familie gehört, dann braucht er natürlich einen, der müsste auf den Familienbogen reinkommen. Das wird wohl klar sein. Ich meine, sagen wir, und wenn jetzt noch ein Jahr zu die Opposition nicht gesagt, es darf sich dann nicht dagegen sein, es muss eine konstruktive und Regime bringen. Dann jetzt einfach sagen, lassen wir die Hunde-DNA beiseite und dann sorgen dafür, dass sie praktisch auf dem Familienbogen eingetragen werden als Familienmitglied und da weiß man genau, wo der herkommt. Und so einfach war das. Aber eben die ganz Gescheiten, die hätten das viel zu kompliziert denken, dann müssten sie einfach bei uns kommen, mit dir einen Hausverstand haben. Nein, wollte ich eben sagen, wenn ich einen Angebot gemacht, beim Ding in London, habe ich gesagt, schau, das Werkzeug und die Ausstattung, die kostet wirklich einen Haufen Geld und das soll ja nicht mein Leibes abwertende sein, sondern es soll wirklich ein Luxusberuf werden. Ein Luxus-Vielberufler. Und da braucht es entsprechende Ausstattung. Okay. Und dann habe ich gesagt, ob man nicht kann in Nachholzhaus tragen oder halt in denen, was sie da noch machen nachher, ob man die da noch kann, dann Posten nicht ein. So an 100.000 hatte ich mir gedacht, wie viel die Ampeln kostet haben, die nicht gehen, ob man sie kann irgendwie umschichten. Und dann war ich für die nächsten 7 Jahre war ich voll ausgerüstet und kannte das Problem von der Hunde-DNA wirklich ganz glänzend, elegant und goldig lösen. Nach beim ersten Angebot, vielleicht bin ich wirklich ein bisschen zu hoch gewesen, aber ich weiß mir, wie das geht, nicht? Ich muss mal ein bisschen nachverhandeln und
Und nachdem das eben jetzt nicht so ein europäischer Beruf ist, ein neuer Beruf ist, der Hundekot-Investigator, Hunde-DNA-Code-Investigator, da braucht man nicht einmal eine europäische Ausschreibung machen. Aber der Ding hat gesagt, der Hebi, also der Herr Dorfmann, hat gesagt, nachdem das jetzt vielleicht irgendwie in die Landwirtschaft hineinfällt, weil irgendwie hat das auch mit dem Düngen, oder nicht mit dem Düngen, genau weiß man es nicht. Muss er eben zuerst noch mit der Uschi reden, weil die Uschi kann da vielleicht einen Einwand haben. Man sieht da sicherlich schon ein größeres Projekt. Und vielleicht ist sie da schon mit der Chemieindustrie in Verhandlungen und hat da irgendwelche Giftmittel, die man halt versprühen kann, dass sie nicht mit meinem Zangl umeinander laufen muss. Und dann bin ich halt um die Hälfte über meine Angebot und dann ist halt nur pro aufgeklaubten Hunde kriege ich 65 Euro. Ich finde, das ist ja ein gerechtfertigter Preis, oder? Nein, ich weiß nicht, was ist das? Sag, wenn ein Gefühl kommt, dass das zu viel ist, nachher sagen wir es bitte, dann kann ich nur eine Nachbesserung für den Angebot machen und mal vielleicht. Ja, und sollte es ein privater so ein Hunde-DNA-Investigator brauchen, bitte ruft mich an. Die kleine Nummer findet sie es auf meinem Telefon. Halt, die kleine Nummer findet sie es auf meinem www. Und deswegen meldet einfach. Ja, und dann wollte ich eigentlich nur sagen, weil ich gerade bin auf dem Land gewesen, dann habe ich mir gedacht, jetzt schau genug beim Ding vorbei, beim Landwirtschafts-, halt beim Schlacht-, halt irgendwie, auf jeden Fall haben die da jetzt ein Gesetz, eine Ausarbeitung, wo es um die Hausschlachtung geht. Und dann bringt, nachdem die da so umeinander rechnen, ob sie jetzt 1,3 oder 1,4 oder 1,7 Viecheinheiten schlachten dürfen, da haben, dann immer denkt, schau, ich sage, ich bin praktisch ein zertifizierter Schlächtermeister, wie in der Ukraine, halt wie halt ein paar. Und bei mir finden Hausschlachtungen unter höchsten Qualitätsanordnungen statt. Und das sind eben deponiert, weil die jetzt auch mal diskutieren, wie sie die Hausschlachtungen, ob sie das dürfen. Die Metzger sagen ja, die Viehdoktor sagen nein, die Bauern sagen ja, die Konsumenten sagen ich weiß nicht, die Grünen sagen, kommt drauf an, die Blauen sagen, wenn sie draht werden, die Roten sagen, wenn sie rechts, wenn sie schwarz ist. Auf jeden Fall, die Hausschlachtungen sind politisch ein Problem. Und da habe ich mir gedacht, in meiner Mission als Vielberufler kann ich da auch einspringen und kann die Politiker auch da aus der Patsche helfen, aus dem Schlachthaus helfen, indem ich sage, schau, ist mir jetzt nicht darüber diskutieren, 1,7, 1,4, sondern ich tue allein ganze Ochsen, ganze Esel, ganze Kälber oder sonst irgendwelche Rindviecher schlachten. Deswegen die Kommastellen fallen bei mir total weg. Und das ist natürlich ein riesiger Vorteil. Weil dann muss man keine Statistiken ausarbeiten und keine Studien machen. Dann hast du einfach Esel tot, Ochs lebt oder ein Esel und zwei Rindviecher oder wie auch immer. Und dann ist das eigentlich eine saubere Sache. Und dann braucht man nicht darüber diskutieren, ob jetzt die Viecher, die da zur Schlachtbank kommen, ob die eine Depression haben vorher. Wie manche sagen, wenn sie von Hof weg in die ferne Schlachthäuser, das ist ungefähr so, wenn die Buben in den Krieg ziehen, und, oh nein, ist etwas anderes, dann werden sie nicht geschlachtet. Weil, auf jeden Fall sagen manche, die Viecher, die da noch wegkommen, dass die irgendwie Depressionen haben und deswegen ist es besser, wenn sie daheim irgendwie halt. Und deswegen habe ich mir gedacht, meine Vielberuflerei ist einfach prädestiniert dafür, dass ich auch da inspringe und dass ich da die Bauern hilf und vor allem die Politiker hilft, damit sie da ein Problem weniger haben und damit sie sich wirklich den richtigen Themen, wie zum Beispiel leistbares Wohnen, so gemerkt, das ist auch kein Thema, zuwenden können. Und ich möchte gleich sagen, ihr Vielberuflerei, das ist wirklich eine super Option für die nächsten Jahre, wenn sie es nur 75 Jahre arbeiten müsst, weil die Impflöcher gestopft werden müssen.
Jetzt kann einfach vielseitig umlegen, also auslegen und einfach überzeugt davon sein, dass es das kennt. Und dann, wenn sie es entsprechend die Preise hochtreiben, dann sagen die, wenn der sich verlangt, das muss ja ein super Spezialist sein. Ob sie es dann die DNA-Investigator, Hunde-DNA-Code-Investigatoren seid oder ob sie es die Hausschlechter seid, die einfach ein wunderbares Schlachtblatt zubereiten, spielt keine Rolle. Ich wollte dann einfach ein paar Inputs geben, weil es kommt jetzt noch so eine neue Studie raus, wo es die Vielberufler für den Einfluss auf die Work-Life-Balance und aufs Homeworken und aufs Home-Setting haben. Und zwar habe ich jetzt einmal vorgestellt und es kommen noch viele weitere. Und deswegen, wenn es immer jetzt an so einer so ein Schlachtblatt, halt an so einer Ausschlachtung interessiert, wenn so eine Hausschlachtung interessiert wäre, dann bitte meldet euch bei der grünen Nummer. Die grüne Nummer findet sie selber wie unter www. Und ich bin praktisch rund um die Uhr für Enk und für Enke Esel und Ochsen und für halt allen bei Enk kommen andere rein. Oder wem sie es irgendwie halt. Ja, ich habe es schon verstanden. In dem Sinn wünsche ich euch nur Mahlzeit und ja. Was heißt man?